Hallo Freunde und willkommen zurück zu Chimera Squad bzw. XCOM Chimera Squad, wo wir in der letzten Folge einen nicht so optimalen Notfalleinsatz hatten. Drei Begegnungen, Axiom wäre uns, na gut, nicht beinahe verblutet, wir haben ihn direkt stabilisiert, aber er hat halt aufs Maul bekommen, das ist nicht schön. So, wir haben das Problem, wir können Feldteams jetzt verbessern. Entweder gehen wir das hier an oder wir holen uns Illyrium. Und ich brauche eigentlich auch Illyrium. Was bietest du uns denn noch? Einen extra Schutz. Zumal hier halt der Randbezirk. Dem geht es eh nicht gut. Da sollte ich eh mal agieren. Wie gesagt, ein bisschen Illyrium als Belohnung wäre schön gewesen, aber hey. Die Stadtwerke haben jüngst Cyberangriffe auf die Verkehrsleitung und seiner Gruppe von bewaffneten Feinden in diesem Distrikt zurückverfolgt. Zerstören sie deren Ausrüstung, bevor sie noch mehr Unfälle verursachen. Ja. Aber auch im Vorrat noch mal ein Betäubungsgeschoss. Das können wir dann nämlich einfach mal Biest geben. So, die Frage ist, was erwartet uns hier? Zerstören Sie es. Da siehst du schon mehr als ich. Ich sehe nur eine Tür. So, eine Sicherheitstür, die wir hacken können. Klingt doch noch ein Plan. Gibt auch nur diese eine Begegnung. Sesam, öffne dich! So. Hallöchen. Wir haben einen Bomber. Das gefällt mir nicht. Einen neugeborenen Chrysaliden und einen normalen Chrysaliden. Schießen wir mal auf den. Und Verge, du musst hier nichts hochheben, also halten wir den aus. Dann Ublatt. Ach, das ist der. Da ist der Lanzenträgerschuss. Na gut, macht aber einen normalen Schaden, also ist halt nichts Besonderes. In dem Sinne könnte das Viech halt ausschalten, das wäre cool. Schade. Mother. Ja, ich schalte den mal lieber erstmal aus. Unterwegs zum Ziel. Ziel gesichtet. Zerfetzen Sie das Ding. So brutal, Whisper. Könnte den Nekromanten festnageln. Und noch einen Plan. Dann nämlich mal schön weit hinten agieren. Wir haben noch eine Option. Der ist ja echt gut zu treffen. Ich halt da mal drauf. Gib mir deinen den. Geist. Auf den Killer da hinten. Er wird jetzt wahrscheinlich auf den Chrysaliden schießen und den ausschalten, weil er taucht hier nicht mehr auf. Wundervoll. Zielwaffe im Einsatz. Der Unhöfliche.
Ich schieße einfach darauf. War das nämlich mal. War das direkt los? Weil ich kann hier jetzt einen Schuss auf die Kasse geben. Setzen. Wird wird ihn auf jeden Fall gleich mal betäuben. Mother stellt sich bitte mal dahin. Gib mir Deckung. Ach, damit. Weg da, wenn du nicht sterben willst. Das war nicht so optimal. Die Blechdose macht das schon. Das habe ich gebraucht. Die Wehrs, du schießt mir bitte. Schalt mal das Ziel aus. Keine Munition mehr übrig. Du brauchst auch keine Munition. Aus den Kampfwahnsinn. Und schießt dann hoffentlich auf den. Ganz im Ernst, das verstört mich immer wieder. Jetzt die Frage, worauf er schießt. Liquidiere das Ziel. Sehr gut. Denn wir haben noch den Gedankenschlag. Und schalten wir nämlich auf den Killer aus. Und den Grüßer lieben. Das Wirt hat gerade keine Munition in der Waffe. Ups. Das wollte ich nicht, aber ein Treffer da war sehr, ist sehr gern gesehen. Ich wollte eigentlich den Zombie wieder schießen, egal. Bitte ausschalten. Ziel in Haft genommen. Ja gut. Noch 5 Feinde festgenommen. Einer wurde durch den Killer getötet. Damit kann ich leben. Das ist okay. Wie gesagt, ich warte noch auf den Moment, wo wir den Einsatz komplett unbeschadet abschließen. Aber das halt jetzt nicht so leicht, einfach weil, naja, die Gegner ja teilweise sehr schnell dran sind. Der als Randbezirk bekannte Distrikt durchläuft bis zum Jahr 2042 eine Dreijahrestransformation zum Garlandpark. Oder Galant Park, wie auch immer. Ein gemischtes Gewerbe und Wohngebiet mit vollständiger Xenolandschaft. Bis soweit ist, können Sie in den hiesigen Restaurants authentische extraterrestrische Küche genießen. Achtung, bitte vermeiden Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit die Quarantäne zur Mündung des Distrikts. Oh. Ich weiß, dass du Aliens nicht traust. Was du nicht sagst. Aber du versuchst es. Und? Das genügt mir. Gut. Das Gestöhne von Godmother immer. Lexium, du kannst bitte mal deine Narbe entfernen. Dann wird Verge nachher eine Runde untätig bleiben. Nicht mehr Leute ausbilden? Hätte mich auch gewundert. Informationen oder Credits? Eins. Okay. So. Geh doch mal los.
gehen die Unruhe hier ein. Und da wir momentan ziemlich viele Informationen haben, sollte ich mal die ganzen. Jetzt einmal Finanzen, Sicherheit und Technologie auf Rang 1, auf Rang 2. Das verbessern wir noch. Steigern, dann haben wir alle auf. Von jedem haben wir dann 2 auf Rang 2. Das ist okay. Die Informationen kriegen wir hier wieder raus, also alles gut. Die Heilige Spirale hat kein Heilmittel für den Schwund. Sie nutzen eine Krise im öffentlichen Gesundheitswesen, um Anhänger zu gewinnen. Decken Sie Ihre Lügen auf. Machen Sie den Leuten in City 31 klar, was sie wirklich sind. Mörder, Hetzer und Opportunisten. Können wir sie auch Populisten nennen? So, Rekrutierungsprogramm entlaufen. Die Heilige Spirale hat kein Heilmittel für den Schwund. Sie nutzen eine Krise. Ja, das hat Kelly doch gerade gesagt. Mensch. Religiöse Untergrund, bla bla bla. War alles schon. So, Spezialeinsatz. Warum kämpfst du mit so einer minderwertigen Waffe? Du willst wissen, warum ich Präzision der Nachlässigkeit einer Schrotflinte vorziehe? Wohl eher, warum benutzt du so etwas Kleines? Sie ist elegant, sie blockiert nie und wenn ich sie wegstecke, vergessen die Leute, dass ich sie dabei habe. Genau das meine ich. Ich merke auch kaum, dass du sie hast, wenn du schießt. Richtig. Der laute Muton kriegt die ganze Aufmerksamkeit. Und ich schalte alle aus, die ihm schaden wollen. Raffiniert. Das respektiere ich. Wie gesagt, dieses kleine Banter immer zwischendurch finde ich sehr cool. So, weisen wir mal Talk hier zu. Wir kriegen ein kostenloses Feldteam, das ist schön. Das ist ziemlich gut. Wir können aber mal ein bisschen Elerium brauchen. So, wir haben die taktische Vorstoßausrüstung und wir können uns die Sachen hier leider immer noch nicht leisten, deshalb ist die jetzt. Medipatch. Holoscanner und Zielanalysierer. Okay. Der klingt ziemlich gut. In der Regel klingen die alle relativ gut. Nehmen jedes einmal mit, würde ich sagen. Und dann können wir mal ein Team noch einsetzen. Ein gratis Team und ganz ehrlich. Zack. So. Okay, und in Situationen können wir dann das Schleppnetz einsetzen, um mehr Belohnungen zu kriegen. Das ist cool. Ich senke hier mal gerade die Unruhe, weil ich den Einsatz nicht angehen kann. Und dann schalten wir mal den Piratensender ab, würde ich sagen. Heilige Spirale benutzt einen Piratensender zur Verbreitung ihrer Propaganda. Wir haben eine quellige Übertragung nahe dem Flussufer geordnet. Beenden Sie das. Mal gibt ein paar Credits und ein paar Infos. Delirium wäre mir lieber, aber bist Lord, kriegst du mal den Zielanalyse hier. Patch, weil das kann Terminal sowieso. Wo ist Modus-Scanner drin? Oh. Warum habe ich noch einen Holoscanner gekauft? Ich weiß es nicht. Ich sollte mal Stecher gerade mal rausnehmen. Wir tauschen den Automatiklader gegen den Stecher und geben dir dafür dann
Automatiklager. Außerdem habe ich noch einen extra Schutz bekommen. Oh, drei Blumen. Gib ihm. Ich muss sagen, ich finde das Upgrade für volle Deckung finde ich echt nützlich. Die heilige Spirale betreibt irgendwo in der Gegend einen Piratensender. Wir müssen sie an der Quelle erwischen. Ist das dieser verbundene Treppe-Scheiß? Ganz genau. Dem mache ich gern ein Ende. Ja, der geht mir zwischendurch nämlich auch immer auf den Keks. Wird zuerst. Ich denke nicht, dass hier viele Gegner sind. Also die ganzen Granaten bewahre ich mir für den späteren Einsatz auf. Wir haben da hinten einen überraschten Purifikator, wir haben einen aggressiven Geschütz, wer hätte das gedacht, und einen aggressiven Fechter. Den heben wir jetzt erstmal hoch. Dadurch, dass er hochgehoben wurde, konnte er ja jetzt auch nicht schießen, also alles gut. Ötsch. Das sind alles Feinde. Machst den erstmal wahnsinnig. Vielleicht schaltet er dann nämlich den einen Dingens aus und das hat er scheinbar auch getan. Du entkommst mir nicht! Hält mir. Und dann betäuben wir den Purifikator. Auf dem Weg dorthin, wo ich gebraucht werde. Wieso haben wir eigentlich drei Wächter hier gefühlt? Oder waren es vier? Das sind auf jeden Fall zu viele. Aber dass der sich keine Deckung sucht, finde ich die Tür. Nett. Das finde ich nicht nett. Purifikator. Oh, Kommando. Wo ist das? Wo? Da hinten? Scheiße. Vorrücken und aufpassen. Wenn er vorbereiten würde, wäre er nächste Runde auf jeden Fall als erstes dran und kommt aber trotzdem nicht vor dem Kommando dran. Pass bloß auf! Überbrücke die Distanz! Und jetzt befürchtet er, ruft jetzt Verstärkung. Läutere die Unreinheit! Bin ich nicht schade drum. So, einmal kurz Gottmaser schützen. Das habe ich gebraucht. Da Entdeckung. Ich kann es dorthin schaffen. Ich weiß, der ist jetzt dran, aber er trifft nicht. Bin ich zufrieden mit. Hier entlang. Den treffen. Dankeschön. Kann's ja doch. Gib mir Deckung. Ich würde sagen, ich schalte dann den Purifikator aus. Ich weiß, ich würde meine Chancen noch verbessern, den zu treffen. Könnte ich aber halt auch ein Blutblatt heilen.
78% ist halt schon ausreichend. Beendet, Gedanken? Ja, wird die Runde beendet, verdammt. Machen wir das mal so. 100% Trefferchance. Aus. Gut mit neuen Rallennetzwerk und Schwarmhilfe. Missachtung führt zum Tod. Ah. Gut, dass der Typ nicht treffen kann. So, Blue Blood. Weiß, das ist jetzt keine ideale Position, in der man sich befinden will, aber. Ich brauche einen besseren Winkel. Das hätte ich einsetzen können. Schon unterwegs. So, Terminal. Jetzt bitte Blue Blood jetzt einfach eine Aktion. Wie gesagt, ich will momentan vor allem eigentlich viele Abschüsse für Blue Blood durch für das Signal wird stärker. Beförderung. Gleich müssten sie ein Dock erreichen. Dort gibt es wenig Deckung. Das haben wir trainiert. Wir arbeiten uns schrittweise vor und attackieren ihre Flanken. Versuchen wir es, ne? Unschön. Ey, das. Hier sind weniger Leute. Zeit für den Vorstoß. Was haben wir denn? Wir haben ein aggressives Geschütz und einen aggressiven Wächter. Den lassen wir fliegen. Dann kann er uns nämlich nichts. Sind das immer so fucking viele Wächter? Das ist unglaublich. Schön. Ja, persönlich, ja, wobei ich glaube, den Alpha-Schlag nutze ich in der nächsten Runde. Also in der nächsten Begegnung. Der Typ wird nicht schießen, weil er ist limitiert, aber schon mal Schaden machen wäre ziemlich awesome. Da sehe ich noch einen Purifikator. Drei Wächter. Nicht schön. Und irgendwo war ein Kommando. Da, hinten. Ich hab's genau gesehen. Ich glaube, ich versuche mal das Kommando mit dem auszuschalten. Beseitige den Fremdkörper. Oder er schaltet den einfach aus. Das ist auch okay. Ändere Position. 90% oder wir haben mal viel Glück. Wir haben Glück. Nice. Ich wollte auf jeden Fall verhindern, dass der. Okay. Damit ist nicht schön, aber ich komme damit klar. Flankiert da, der Wächter flankiert. Der Wächter ist aber gleich Geschichte.
einfach mal. Gut. Ich hoffe, dass Terminal den Wächter trotzdem sieht und treffen kann. Bringen Sie sich in Sicherheit! Schnell! Na gut, schalten wir den aus. Oder auch nicht. Rücke vor! Okay, der musste aber zweimal laufen, damit komme ich gut klar. Das war's für deinen Verstand. Was? Mal, ne? So, Blue Blood. Ich weiß, ich könnte es mit 100%, aber 96 wird ja wohl funktionieren, ne? Gebt mir Deckung, während ich nachlade. Ja, ich weiß, wir spielen XCOM. Lade nach. Weniger als ich mir erhofft hatte. Muss jetzt weiter. Machen wir das erstmal so. Der ist ja noch betäubt. Schon unterwegs. Nicht stehen bleiben. Nicht stehen. Ausgeschaltet. Perfekt. Schon unterwegs. Blatt schnappt sich das Ding hier. Schon eine mobilware Lage. Und den schalten wir jetzt einfach mit Godmother aus. Ich nehme meine eigenen Vorräte. Sehr gut. Letzter Weiter Punkt. Vorne ist das Signal am stärksten. Die Übertragung läuft noch. Wenn Sie sich beeilen, können Sie sie stoppen. Ja, versuchen wir das doch, ne? Schacht kann keiner durch. Weil kein Infiltrator Gewebe und Torque habe ich auch nicht dabei. Schade aber. Ich gehe hier durch. Und der Roboscanner hier denn nicht gültig? Finde ich nicht nett. So, das können wir auf jeden Fall mal machen. Auch mal eben. Haben wir schon. Wir rücken vor. So, das sieht doch gar nicht so übel aus. Ich halt auch mal. Ja, würde nochmal heilen, aber brauchen wir nicht. So, wir haben wieder zwei aggressive. Und ich heb den Wächter wieder hoch. Hier machen wir den Alpha-Schlag raus. Der Terminal muss das mit dem Zielen echt noch üben. Das sind mir viel zu viele Leute. Das sind den wir vielleicht da ist der DJ. Können. Lassen Sie ihn nicht entkommen. Oh, kein Stress. Na los, greif an. Sollte ich einfach mal eine Brandgranate reinwerfen?
Verstärkung, sofort! Wollt ihr mich verarschen? Es sind doch so schon viel zu viele Leute hier. Sie hat jetzt 3 Aktionen, das ist ziemlich gut. In Bewegung. Ich sehe dich. So, schalten wir den Wächter aus. War nur ein Streifschuss. Das ist schön. Brauchst du Hilfe? Danke. Zwingen wir den mal in die nächste Runde. Zeig ihnen deine Wucht. Gucken wir mal, worauf er schießt. Räume den Weg frei. Gut. Zu dieser Position. Und mir ist natürlich, es hat den, weil wir haben den DJ halt nicht fangen können, sondern haben getötet. Das ist ärgerlich. Ich hätte halt gedacht, der hält mir aus als die Explosion. Aber ist okay. Will ich gerade eh nicht hinschießen, alles gut. Vorrücken und aufpassen. Erwischt. Die Patronen sind alle. Den wirf mir mal sicher. Nachgeladen. Ich fürchte halt, dass die Typen immer noch Granaten haben. Ich kann gerade meine Einheit nicht so klumpen. Die Beute wird geläutert! Das ist okay. Dann will der eh nicht trifft. Jetzt ist die Frage, hat, weil ich meine, er hat ihn immer noch auf dem Rücken, also wollte ich gerade sagen. Ich würde mich nicht wundern, wenn die keine Granatwerfer haben. Aber die sind nicht mehr so schlimm wie beim im letzten Spiel. Das wird schon wieder. Denken wir einfach mal. Blutblatt eine Aktion. Den einen ausgeschaltet, aber die Trefferwahrscheinlichkeit war nicht gut und man muss auch ganz klar sagen, die wir gehen, wohin wir müssen. Lass deinen Wahnsinn aus. Schicken. Dann einfach mal Schaden anrichten.
dem Weg dorthin, wo ich gebraucht werde. Ich bin fast leer geschossen. Ganze Ding, unglaublich. Ich habe leider nichts, wo ich eine volle Deckung für ihn habe. Ändere Position. Aber ist okay. Wichtig ist, dass wir die Commandos raus haben. In der Ruhe wird mich halt gerade wenig. In Bewegung. Der Mech stört mich. Setz das jetzt einfach mal ein, weil warum nicht? Teamarbeit. Ist mir gerade lieber. Arbeit kostet ja auch keine Fähigkeit, keine Aktion. Das zerschreddert nämlich seine Rüstung. Und Verge landet minimalen Schaden. Ich krieg erst kotzen, ne? Was ist das? Die Scharfschützenbots oder was? Ja, das ist okay, aber so ist das halt. Dahin. Schön. Bin leer geschossen. Und weiter geht's. Den jetzt noch mal. Die Munition ist gleich leer. Geht ja gar nicht, logisch. Ich bin in Gefahr. Zurück! Jein. Ja, man ist gerade eher in Gefahr. Aber jetzt beenden wir das Match. Demnach ist die Diplomate nicht, demnach bin ich glücklich. Piratensender offline. Der DJ hat eine vorab aufgezeichnete Botschaft übertragen. Die verbundene Treppe greift auf ein Netzwerk ähnlicher DJs zurück, die senden, was ihnen von den Anführern der Heiligen Spirale geliefert wird. Wir konnten aus dieser Anlage so viele Informationen ziehen, dass die Polizei jetzt in der Lage sein sollte, den Rest des Piratensender-Netzwerks bis Ende der Woche auszuschalten. Das ist eine ziemlich effiziente Polizei. Halleluja. So, jetzt kommt wahrscheinlich nochmal direkt der Kelly, ne? Sie müssen verstehen, dass der Widerstandspunkt unsere einzige Verbindung zu einer anderen Welt war. Nicht die, die wir an die Ältesten verloren hatten. Okay, zu Beginn schon. Aber mit der Zeit verblassten die Erinnerungen an die alte Welt und der Funk offenbarte eine Welt, die es geben könnte. Nämlich eine ohne Stiefel im Nacken. Gute Arbeit. Die Bürger von City 31 kennen nun das wahre Gesicht der Heiligen Spirale. Und es gefällt ihnen ganz und gar nicht. Ja. So, nächste wählen. Okay, das heißt, wieder ein düsteres Ereignis zu eins von zwei auswählen, was wir womit wir zu tun haben wollen. Reclamation vermutet die Heilige Spirale hinter einer Reihe von Vermisstenfällen, allesamt Menschen. Unterbinden Sie diese Entführung und befreien Sie die Menschen aus den Klauen der Heiligen Spirale. Die Zeit drängt. Ja, Heilige Spirale konnte eine erhebliche Anzahl Andromedons für ihre Sache gewinnen. Nein, keiner mag Andromedons. Vor allem finde ich es beunruhigend, dass die hier noch existieren.
Und untersuche die Andromedon-Verbindung. Reclamation hat unbestätigte Berichte über Treffen zwischen Andromedons und der Heiligen Spirale in der Kanalisation erhalten. Die Andromedon-Zuflucht in City 31 weiß angeblich von nichts. Gehen sie der Sache auf den Grund, bevor sie ins Union fliegen. Oder die nutzen halt ihre Psi-Ausbildung. Okay, das heißt, können sich heilen oder Andromedons. Nicht gut. Wenn Sie schon mal bei Burger Palace waren, wissen Sie, dass wir seit der Besetzung den gleichen tollen Geschmack bieten. Aber wie? Unsere Einigung mit der globalen Transparenz- und Schlichtungskommission legt klare Regeln fest. Und wir halten uns daran. Es war Zeit für eine Veränderung. Deshalb haben wir uns mit Foodlife zusammengetan, um geschmacklich so nah wie möglich ranzukommen. Aber nicht zu nahe. Auf diese Weise können wir Ihnen immer noch bieten, was Sie wollen, ohne das Gesetz zu brechen. Burger Palace. Neuer Name, neue Formel, der gleiche tolle Geschmack. Ja. So, wir können entweder... Herzliches Willkommen, der erste Schuss aus jedem Magazin desorientiert das Ziel. Interessant. Oder aktiviert automatisch Feuerschutz, wenn die letzte Aktion der Runde auf eine Bewegung verwendet wird. Lauffähigkeiten, die Bewegung auslösen, um zum Beispiel... Oh. Das ist sehr cool. Das heißt, wenn wir mit ihm erst schießen und dann laufen, ist es effektiver, als wenn wir erst laufen und dann schießen. Manchmal. So, der gute Wirt hat leider auch schon wieder eine Narbe bekommen. Unkonzentriert. Psi-Angriffskraft reduziert. Das ist gerade für ihn natürlich echt. Aber wir können auch wieder Axiom mit ins Team nehmen. Demnach alles gut. So, Montage ist noch nicht abgeschlossen. Reclamation hat unbestätigte Berichte über Treffen zwischen Andromedons und der Heiligen Spirale in der Kanalisation erhalten. Die Andromedon-Zuflucht in City 31 weiß angeblich von nichts. Gehen Sie der Sache auf den Grund, bevor sie uns um die Ohren fliegt. Tja. 9 Tage fürs nächste Ziel. Oder endlich mal den Plünderermarkt kontaktieren. Haben wir nämlich noch nie gemacht, also machen wir das jetzt. So, schalte den Plünderermarkt frei. Wir haben die Plünderer vom Vipernest kontaktiert. Für kurze Zeit sollten wir Zugriff auf ihre Bestände haben. Hatten wir das schon mal? Der Anführer der Heiligen Spirale ist Belismar, ein ehemaliger Advent-Commander, der nach dem Krieg nie dingfest gemacht wurde. Soweit wir wissen, hat er für ihn nie geendet. Wir vermuten, dass er für das Bugtown-Massaker mitverantwortlich war. Belismar gilt als hochmotiviert und äußerst gefährlich. Direktorin? Ich bin einer von Belismars Klonen. Ich weiß. Haben Sie Bedenken? Nein, aber haben Sie welche? Oder der Trupp? Cherub, er hat Zehntausende von Klonen. Einzig die DNA verbindet sie mit ihm. Okay. Ich meine, ich weiß. Aber danke. Die sehen sich jetzt nicht besonders ähnlich, du, aber okay. Ich hab da so einen Ausschlag. Cool. Gut. Sieht er aus wie ein Gesicht? Keine Ahnung. Ich kann an der Stelle nicht nachgucken. Und warum sagst du's mir dann? Kannst du ihn dir mal ansehen? Nein. Wieso nicht? Weil ich Sanitäterin bin, keine Ärztin. Ich sehe mir das nur an, wenn dir jemand in deinen Ausschlag schießt. Das klingt schmerzhaft. Ist es. Glaube mir. Ja. Oh, hallo, Chimera-Trupp. Okay, nein, ich bin der Betreiber des Vipernests, eines bescheidenen Etablissements im Randbezirk. Wie Sie sicher wissen, taucht hin und wieder immer noch gefährliche Technologie aus den Advent-Zeiten auf. Die Stadt bezahlt jeden, der das Zeug aushändigt, sehr gut. Deshalb trommle ich ein Netzwerk von Plünderern zusammen, um es zu finden. Oh, und manchmal höre ich von Gelegenheiten, die Sie interessieren könnten. In dem Fall melde ich mich bei Ihnen. So, ein überragendes Laservisier, eine Plattenweste oder ein Zielsystem. Methodozielen. Ja, es kostet halt alles Informationen. Die Plattenweste klingt doch schön. Rüstung ist immer gut. Gut. Dann würde ich sagen, Montage ist abgeschlossen.
Wir haben 90 Leben, das heißt, wir können entweder Pistolen, was halt echt sinnvoll wäre mit Dingens, oder Sturmgewehre. Aber die Pistolen für Blue Blood awesome. So, Virch ist noch untätig, eine Runde noch, dann kann er in die Ausbildung gehen, auch wenn ich mit Cherub gerne noch ein bisschen mehr ausbilden würde, aber ich würde gerne ihn haben loswerden. Weil ich vielleicht auch nochmal dann Torque aus dem Special-Einsatz und Virch da reinsetze oder so, mal gucken. Auf jeden Fall, das war's für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder. Bis dahin, bis dann. Ciao, Freunde.